diesem Video zeigen wir euch moderne Gülletechnik im Einsatz auf einem großen schweinehaltenden Betrieb in Sachsen-Anhalt. Wir stellen euch die Fahrzeuge in der Praxis vor und werfen auch einen Blick in die Produktionshallen des Gülletechnikherstellers Meyer-Lohne. Ende April läuft auf dem Agrarbetrieb Köcher und Mäuser die Maisaussaat mit der Vorbereitung der Flächen. An drei Standorten werden insgesamt rund 2000 Hektar bewirtschaftet, wovon ein Anteil von 700 Hektar auf Mais entfällt. Die Düngung erfolgt ausschließlich mit Gülle. Für eine zügige und punktgenaue Ausbringung setzt man auf XXL-Technik des Landmaschinenherstellers Meyer-Lohne. Die beiden Tridem-Pumptankwagen vom Typ Recordia haben ein Füllvolumen von 32 Kubikmetern und zählen damit zu den größten in Deutschland eingesetzten gezogenen Güllefässern. Die beiden Fässer sind nahezu baugleich und wurden mit 30 Meter breiten Gestängen ausgestattet. Als Tagesleistung werden bei jedem der Gespanne zwischen 1200 und 1400 Kubikmeter angestrebt. Auf dem Agrarbetrieb Köcher und Mäuser wird bereits seit mehr als 10 Jahren nahezu komplett auf den Einsatz von mineralischen Düngemitteln verzichtet. Und das neben Mais auch zu den weiteren Anbaukulturen Weizen, Gerste und Raps. Wobei Mais mit nur einer Gabe vor der Aussaat auskommt, wird im Getreide mehrfach gefahren, um den Nährstoffbedarf der Pflanzen zu decken. Für eine bodennahe und emissionsarme Ausbringung sind die Fässer mit Schleppschuh- bzw. Schleppschlauchtechnik ausgerüstet. Schon früh in der mehr als 70-jährigen Unternehmensgeschichte hat man sich bei Meyer-Lohne auf die Gülletechnik konzentriert. Das Sortiment reicht heute von modernen Pumptank- und Vakuumwagen unterschiedlicher Größen über Andockstationen und Verteiltechnik bis letztendlich zur Transport- und Ausbringlogistik. Zudem stattet man Selbstfahrer von Vredo mit entsprechender Gülletechnik aus. Neben den anderen beiden Produktlinien, Milo-Pumpen und Windfeed-Fütterungssystemen, steuert die Gülletechnik 70% zum Umsatz von Meyer-Lohne bei. Mit steigender Tendenz werden im Werk im niedersächsischen Lohne jedes Jahr 150 Güllefässer gebaut. Die durchschnittliche Größe liegt aktuell bei 18 Kubikmetern. Die Fertigungstiefe ist hoch. Behälter werden hier nach eigenen Qualitätsvorgaben gewalzt und geschweißt. Schneckenverdrängerpumpen, Cutter und Saugbeschleuniger werden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. Hinzu kommt die Programmierung der Steuerungstechnik Maitronic. Die modernen Güllewagen verfügen heutzutage über ISOBUS-Funktionalitäten, man verbaut NIR-Sensorik zur Inhaltsstoffmessung und liefert Section-Control-Lösungen. Recordia steht mittlerweile in der dritten Generation für zuverlässige und wirtschaftliche Güllefahrzeuge, handmade bei Meyer-Lohne. Zurück zum Agrarbetrieb Köcher und Mäuser in die Magdeburger Börde. Aufgebaut haben das Unternehmen seit der Wende die beiden Landwirte Heinrich Köcher und Hubertus Mäuser. Mittlerweile hat mit Henning Köcher die zweite Generation das Ruder übernommen. Neben dem Ackerbau steht die Schweinemast im Zentrum des Unternehmens. An drei Standorten sind die Tiere nach konventionellen Haltungsbedingungen hingegen unter Einhaltung der strengeren Kriterien der Initiative Tierwohl untergebracht. Die anfallende Schweinegülle wird in 4 betriebseigenen Biogasanlagen vergoren. Der Agrarbetrieb beschäftigt insgesamt 70 Mitarbeiter. Auf die Außenwirtschaft, sprich für die Feldarbeit und die Logistik, entfallen davon 20 Mitarbeiter. Bei Köcher und Mäuser wird darüber hinaus auch ausgebildet. Die Feldarbeit wird mit 10 Traktoren durchgeführt.
Für den Transport der Gärreste und den zügigen Umlauf stehen bis zu 7 Lastwagen bereit. Deren Fassvolumina entsprechen dabei nahezu dem der Recordia-Tanker. Je nach Flächenstruktur wird auch mit einem oder zwei Feldrandcontainern gearbeitet. Per Joystick wird der 9 Meter Teleskop-Ansaugarm in Position gebracht. Eine Kamera am Turm erleichtert den Vorgang. Ausgerüstet sind die Fässer mit Hochleistungspumpentechnik von Maialone. 10.000 Liter pro Minute werden durch die Rohrleitungen geschossen und das Gespann ist somit in ca. 3 Minuten wieder unterwegs. Ausgebracht werden vor der Maisaussaat 35 Kubikmeter pro Hektar, was in etwa 160 Kilogramm Stickstoff je Hektar entspricht. Um den Stickstoff für die erst spät zehrenden Maispflanzen besser verfügbar zu machen, wird ein Nitrifikationshemmer beigemischt, der die Umwandlung von Ammonium zu Nitrat im Boden um einige Wochen verzögert. Um in Anbetracht des hohen Fahrzeuggewichts dennoch so bodenschonend wie möglich zu arbeiten, sind die Maialone-Güllefässer mit Hundeganglenkung bestellt worden. Sofern nicht im Bestand gefahren wird, lässt sich somit die Aufstandsfläche der Fässer auf über 5 Meter verbreitern. Dadurch, dass man sich beim Behältermaterial für glasfaserverstärkten Kunststoff entschieden hat, konnte gegenüber dem Stahltank das Fahrzeuggewicht reduziert werden. Preislich ist die GFK-Variante, die Maialone seit 2010 baut, etwa 10% teurer. Zur Philosophie des Betriebs gehört es, dass die Fahrspuren vor der Aussaat mit einem Grubber gelockert werden. Bei der schweren Bodenbearbeitung setzt man bei Köcher und Mäuser bereits seit 2016 auf diese 9520 RX. Damals war es eine der ersten 9 RX, die in Deutschland ausgeliefert wurde. Die Raupe leistet im Jahr 700 bis 800 Betriebsstunden und muss zur Winterfurche mit einem 8 Meter Mulchsaatgrubber auch im 24-Stunden-Einsatz ran. Die Standardtraktoren leisten jährlich bis zu 1300 Betriebsstunden. Dieser 8-Meter-Grubber ist Baujahr 1986 und wurde von Anfang an auf dem Betrieb genutzt. Man hat über die Jahre viele andere Bodenbearbeitungsgeräte ausprobiert, doch ist man am Ende immer wieder bei diesem Grubber gelandet. So wird das Gerät über den Winter durchrepariert und hat so sicherlich schon die 100.000 Hektar-Marke geknackt. Weitere Informationen zum Agrarbetrieb Köcher und Mäuser findet ihr auf deren Internetseite oder auf Instagram. Details zu den Produkten von Maialone entnehmt ihr ebenfalls deren Website. Weitere spannende Videos rund um die moderne Agrartechnik seht ihr schon in Kürze wieder hier auf unserem YouTube-Kanal.